Hi und willkommen zu Call of Duty 6 Modern Warfare 2. Ja, heute mal ein Call of Duty 6 Gameplay. Ich spiele hier mit der UMP 45 mit Schalldämpfer. Schalldämpfer deswegen, damit man mich oben links auf der Minimap nicht sieht. Und ja, als Zweitwaffe habe ich hier Replica dabei. Das ist eine 3-Schuss M9 Pistole. Meine drei Perks sind Stopping Power Pro, Marathon Pro und Ninja Pro. Stopping Power erhöht den Waffenschaden meiner Waffe. Marathon Pro lässt mich unbegrenzt sprinten. Und Ninja Pro, ja, macht meine Schritte leiser für mich und auch für andere. Die Situation, die ihr eben gesehen habt, ja, war schon mal scheiße. Der Typ lag da im Cockpit rum, wartete auf irgendjemanden und zufällig kam ich vorbei, hat er mich einfach mal abgeschossen. Ja, typischer Camper. Ja. Camper sind nicht so ganz toll im Spiel, die sitzen einfach irgendwo rum, warten darauf, dass jemand anderes ja, vorbeikommt und schießen ihn einfach ab. Das kann manchmal ganz schön nerven und ich habe auch schon oft mal das Spiel verlassen, weil da halt nur Leute gecampt haben. Guckt euch mal die Situation hier an, das war ziemlich lustig, es waren insgesamt glaube ich 5 Gegner und irgendwie trifft mich keiner von denen. Den hier nehme ich noch mit, lad nach, lauf einmal rum und nehme noch den mit, der mich gar nicht bemerkt hat. Also 4 Gegner waren das jetzt, ja, also... Das fand ich schon komisch. Ich lief herum und kein Schuss trifft mich. 4 Leute. Alle gucken zu mir. Ja, heute will ich euch mal über Camper reden, denn Camper sind, ja, stören schon ganz ziemlich im Spiel. Ganz ziemlich. Aha, tolle Ausdrucksweise. Ja. Wie gesagt, Camper liegen, sitzen, stehen einfach irgendwo rum in der Ecke. Meistens da, wo eine Einbahnstraße ist, wo man nur von einer Seite hinkommt. Und, ja. Legen sich halt so hin, dass sie meinen, ja, wenn ich liege, werde ich ja nicht abgeschossen. Hier oben drin in dem Haus, da ist eine beliebte Position. Zum Glück kann man da durch 2 Positionen rein, einmal über die Treppe und einmal durch die Tür. Da kann man dann den da wartenden Camper schön abschießen. Hier nochmal ein Fail, ich habe mich selbst geblendet mit der Flashgranate, werde dann schön abgeschossen. War natürlich kacke. Ja, ich bin ein bisschen später ins Spiel reingejoint. Ihr werdet sehen, da unten die Punkte sind schon bei, ich lese mal gerade, das sind... 1.880.000 Punkte. Also, ist kein normales Team Deathmatch. Das hier ist eine gemoddete Lobby, wo man mehr Punkte für die Kills kriegt, aber dann auch mehr Punkte erreichen muss für den Spielsieg. Ja, ich bin halt nicht seit Anfang an der Runde drin, sondern ungefähr ab, ja, das letzte Viertel habe ich noch mitgespielt. Ich wäre fast Erster geworden in dem Spiel. Ich habe am Ende, glaube ich, 31 Kills und der Erste hat 32 Kills. Schade eigentlich. Ja, im Spiel gibt es 3 Abschussserien. Da habe ich einmal dabei den Harrier auf der 7, den Chopper-Gunner auf der 11 und die Nuke auf der 25. Die Harrier sind, ja, 3 Flugzeuge, die einmal über die Map fliegen und dabei Bomben fallen lassen. Und dann bleibt der Harrier 30 Sekunden da und schießt noch mit irgendeiner Minigun die Feinde von selbst ab. Den Chopper-Gunner steuere ich selbst, ich lege mich irgendwo hin, löse den aus, habe dann einen Bildschirm und kann dann den Chopper-Gunner steuern. Den erreiche ich sogar noch kurz am Ende hier. Leider nicht mehr den Nuke, denn das Spiel war da schon vorbei. Ich hätte die, glaube ich, noch erreicht, wenn mich keiner mehr getötet hätte oder so. Denn ja, wenn man den Chopper-Gunner einmal hat, ist die Nuke schon ziemlich sicher. Hier wechsle ich auf meine Sekundärwaffe, auf die 3-Schuss Replica-Pistole, wenn meine UMP leer ist. Und ja, wie ihr seht, zeige ich euch mal, Granaten sind effektiv. Hier unten der Typ blendet mich jetzt. Bam, und ich bin tot. Schade eigentlich, denn ich habe mir jetzt schon angefrackt. Habt ihr ja gesehen, durch den, ja, durch diese 4 Striche, die da um das Fadenkreuz herum kamen. Also ich habe ihn schon getroffen, aber, tja, war leider kacke, denn ich hätte da schon fast den Harrier gehabt. Jetzt kommt feindliche Harrier, ich leg mich einfach mal hin, damit ich nicht getroffen werde. Ihr seht hier die Explosion. Ja. Im Flugzeug hier ist auch eine beliebte Camper-Position. Meistens sitzen die... Ja, kommt mir schon einer entgegen, der versucht mich zu messern. Zum Glück daneben, sonst wäre ich jetzt nochmal gestorben. Direkt hinter mir hier oben sitzen manchmal welche. Vorne im Cockpit, ihr seht, da sitzt einer. Ich gehe nach rechts zur Seite, lad nach und dann sehe ich... Oh, da ist noch einer, der hat mich gar nicht bemerkt. Ja, wie ihr seht, da sind wirklich ganz viele Leute. Und hier werde ich leider genug tubed. Hätte einfach mit dem... ja, Noob reingeschossen. Und jetzt schreibe ich gerade das in den Chat. Hellboy, du bist ein Noob, Camper und Noob-Tuber. Und ich sollte mal ein bisschen schneller schreiben können. Eigentlich kann ich ziemlich schnell tippen, aber ich weiß nicht, warum ich da rumfaile. Ja, in dem Moment hätte ich das richtig
richtig aufgeregt, dass er mich da genoogtubed hat, weil der hat mich schon mehrmals gekillt. Das war der Camper ganz am Anfang, der da im Cockpit saß. Und ja, glaube ich mal außen rum, nicht mal durchs Flugzeug, denn im Flugzeug ist er quasi nur von zwei Seiten begehbar. Hier versuche ich mich an die Feinde ranzuschleichen, denn hier oben ist ja noch eine Treppe, wo man quasi von vorne ins Flugzeug reinkommt, um die Feinde zu überraschen. Das gelingt mir leider nicht, denn erstens, ja, den erwische ich noch. Wie gesagt, im Cockpit ist eine beliebte Camperposition. Und ich versuche nochmal hier zu Spawn-Treppen. Hier links in dem Gebäude spawnen die meisten. Hier seht ihr, da kommt schon einer raus. Da spawnen die ganzen Leute. Ja, da unten liegt noch einer. Hat mich auch nicht bemerkt. Also, das war echt komisch in manchen Situationen. Und hier kriege ich jetzt meinen Chopper-Gunner, soweit ich mich erinnern kann. Den nehme ich noch mit. Und sehe da schießt jemand ein RPG und denke mir mal, ja, lege ich mich mal hin und warte auf den. Da ist er schon. Ich treffe ihn noch. Leider Munition leer, wechsel auf die Sekundärwaffe. Und das war hier richtig knapp. Wäre ich hier gestorben, hätte ich den Harrier nicht erreicht. Ich habe hier die 7 Abschüsse erreicht, habe den Harrier. Löse den aus, ungefähr da, wo die Feinde jetzt sein sollten. Da oben. Ja, und wenn der Harrier halt meine 11 Abschüsse erreicht, dann ja, habe ich halt meinen Chopper Gunner. Hier kill ich noch einen selbst. Das heißt, 3 muss der Harrier noch machen, damit ich einen Chopper Gunner kriege. Und ich denke mir jetzt wieder, boah, ist das knapp. Wenn er mich jetzt tötet, habe ich keinen Chopper Gunner. Ja, das war richtig knapp. Der wollte auf mich zu und mich messern. Zum Glück kriege ich den noch. Da meine beiden Waffen leer sind, muss ich jetzt die Waffe von dem aufnehmen. 1185. Ich hasse diese LMGs. Die sind so schwer. Wenn man da anvisieren will, dann dauert das so lange, bis man anvisiert hat. So, jetzt denke ich mir so, ja, komm, Chopper Gunner, wie wär's? Kill noch einen und hab dann auch meinen Chopper Gunner. Leg mich noch schnell hin. Ich merke da unten, das Spiel dauert noch 23 Sekunden. Lohnt sich nicht wirklich. Kann auch keine Nuke mehr kriegen. Aber Chopper Gunner löse ich trotzdem aus. Sitze jetzt hier oben im Heli und schieße noch so viel ab wie möglich. Leider keine Nuke. Das wäre jetzt cool gewesen, am Ende des Spiels eine Nuke kriegen, aber naja. Ich werde nochmal versuchen, eine Nuke zu kriegen. Ist relativ einfach. Mit den Abschussserien ist es, ja, die arbeiten ja für einen. Und Spiel gewonnen. Mit 5.000.000. 80.000. ja. Leider nur 32 Kills. Dafür aber die bessere KD. 32 Kills und 7 Tode. Der andere hatte, glaube ich, 17 Tode und 33 Kills. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Video. Ciao.